Hallo und willkommen zum letzten größeren Abschnitt in diesem Kapitel 3 zu Remote Procedure Call. Ich möchte hier zunächst noch zwei Beispiele für Architekturstile mit Ihnen besprechen, die man auf der Idee RPC Web Service REST aufbauen kann. Hier in diesem Video sprechen wir zunächst einmal über Microservices. In einem folgenden Video machen wir noch einen kurzen Ausflug in das sogenannte Reactive Pattern und beschließen das Kapitel mit ein paar Conclusions. Microservices. Ich möchte Ihnen ein hochtrabendes, umfassendes Beispiel erzählen. Vielleicht als Kontext, dieses Video wird aufgenommen im amerikanischen Wahlkampf zur Präsidentenwahl 2020. Und dabei ist ein Begriff immer wieder in den Nachrichten, nämlich Fake News. Fake News sind natürlich ein gesellschaftliches Problem, aber nehmen wir mal an, unterstellen wir einmal, dass es grandiose Durchbrüche in der Forschung zu künstlicher Intelligenz gibt, die Fake News verlässlich detektieren kann. Die deutsche Bundesregierung zögert natürlich nicht und macht eine Ausschreibung zu einem umfassenden Fake News Detector. Hier als FAD abgekürzt. Überlegen sich, was das Wortspiel sein soll. Die Idee dabei ist, wir können mit diesem Fake News Detector Daten aus unterschiedlichsten sozialen Medien einlesen. Sie sehen hier die Icons populärer Mediendienste. Da fehlen sicherlich noch Dinge wie TikTok und Weibo. Aber die Idee ist die gleiche. Wir lesen als ganz, ganz viele Informationen aus diesen Social Media Daten ein, verarbeiten die, machen vielleicht eine Vorverarbeitung dabei und wenden dann solche Artificial Intelligence Musterdetektionsverfahren an und haben dann eine Klassifizierung in Fake News oder Non-Fake News. Und bei Fake News wird natürlich ein Alarm ausgelöst und gegebenenfalls ein Geheimdienst oder ähnliche Dienste angesprochen. Das sind die Schlapphüte hier auf der rechten Seite. Unser Job ist, wir lesen diese Ausschreibung der Bundesregierung und möchten natürlich gerne ein Angebot dafür abgeben und ein System verkaufen. Wie gestalten Sie ein solches System, das damit umgehen kann, alle Nachrichten aus allen Social Medias dieser Welt in nahe Echtzeit, das ist natürlich die Anforderung, es darf nicht beliebig lange dauern, nach Veröffentlichung einer solchen News soll innerhalb von, sagen wir mal, wenigen Sekunden ein entsprechender Alarm bei den Nachrichtendiensten auflaufen. Wie strukturieren wir ein System, das mit diesen Skalierungsanforderungen, mit diesen Datenmengen umgehen kann? Das ist die grobe Idee, auf die wir hier hinaus wollen. Wir können natürlich erstmal mit einer klassischen monolithischen Architektur anfangen. Monolithisch meint alles in einem Stück Software, alles in einem laufenden Prozess integriert. Das ist natürlich ganz klassisch. Das ist ein großes Software-Technik-Entwurfsprojekt, das alles in einem einzigen Stück Software zu vereinen. Aber Sie ahnen, dass das etwas unübersichtlich werden wird, dass das vielleicht auch schwer zu aktualisieren sein wird, wenn eine neue Version eines AI-Systems oder eines AI-Algorithmuses auf den Markt kommt. Naja, und die Hardware-Anforderungen an dieses eine monolithische Stück Software sind vermutlich auch nicht ganz klein. Grobe Schätzung sagt, dass Sie da einen HAL 9000-artigen Rechner oder Ähnliches dazu brauchen werden. Also das funktioniert natürlich nicht. Was haben wir uns schon überlegt? Wir haben uns schon überlegt, dass man ja eine grobe Unterteilung, Partition natürlich mit einem T, eine grobe Unterteilung machen kann in einzelne funktionale Gruppen. Wir könnten uns ja zum Beispiel vorstellen, dass ich, und das Bild ist hier vielleicht etwas klein, dass ich meine einzelnen Daten von meinen einzelnen Social Medias direkt separat einlesen kann. Das Abrufen von zum Beispiel Twitter-Tweets und das Abrufen von Facebook-Posts hat ja eigentlich relativ wenig miteinander zu tun. Also dieses Onboarding von Daten könnte man eigentlich unabhängig voneinander machen. Ich kann auf der anderen Seite irgendwelche Webserver sicherlich replizieren, die auch wenig miteinander zu tun haben, die einfach nur die verschiedenen einzelnen Anfragen unserer Nutzer hier bedienen sollen. Auch das hat wenig miteinander zu tun. Naja, aber dazwischen gibt es etwas, was dieses ganze Data Onboarding, das Vermischen, Zusammenführen der Daten, das eigentliche Analysieren erledigen muss.
und diese Resultate, Fake, Non-Fake und ähnliches, irgendwie zur Verfügung stellen muss. Also wir werden dazwischen eine Art Datenspeicher aufbauen müssen, um diese Resultate zwischenzuspeichern. Dann haben wir unseren Riesensystementwurf schon in etwas kleinere Häppchen zerteilt. Aber sind wir ehrlich, das ist immer noch ganz schön anspruchsvoll. Gerade dieses System, das die Daten zusammenführt, alles verarbeitet, die ganze artifizielle Intelligenz darauf anwendet, das ist nicht trivial. Das ist immer noch eine spannende Herausforderung. Also wir brauchen etwas, wir brauchen ein Architekturmuster, das dieses große System immer noch weiter in kleinere Teile zerlegt. Das derzeit gängige, typische Muster dazu nennt sich Microservices. Die Idee ist, solche große binäre Binaries in immer kleinere Teile zu zerlegen, bei denen sich jedes einzelne auf eine kleine, wohl abgeschränkte, wohl beschriebene Funktionalität beschränkt und die dann zueinander in Bezug gesetzt werden können durch etwas, das sich Loose Coupling nennt, das keine engen Abhängigkeiten hat. Jedes Teilstück kann für sich selbst arbeiten, nimmt Resultate, gibt Resultate weiter, ohne dabei unmittelbar auf andere Teile angewiesen zu sein. Jeder kann für sich selbst arbeiten, mit naheliegenden Vorteilen. Sie haben leichtere Skalierbarkeit, sie haben bessere Fehlertoleranz, sie haben ein besseres, vermutlich ein leichteres Entwicklungsmodell dabei. Wenn Sie das nachlesen wollen, nicht Sie ahnen, wir driften hier wieder eher in das Software Engineering ab. Wenn Sie das nachlesen wollen, lesen Sie vielleicht hier unter microservices.io nach, in denen diese ganze Diskussion zu Pattern ausführlich dargelegt ist. Was man sich dabei klar machen muss, sind zwei Dinge. Es ist erstens natürlich die Überlegung, dass das eine rekursive Struktur ist. Wenn Sie dieses Modell hier nehmen, dann ist das ja auch schon eine Zerteilung dieses imaginären, riesigen FAD-Systems auf einem HAL 9000 in kleinere Dienste. Die sind noch nicht micro, aber doch wenigstens kleiner. Aber jetzt machen wir das rekursiv weiter. Nicht? Wir zerteilen und zerteilen und kommen zu irgendetwas, was dann hoffentlich klein genug ist, sodass Sie es tatsächlich plausibel entwickeln können und plausibel betreiben können. Von Fehlertoleranz, von Leistungsfähigkeitsaspekten her. Also der rekursive Gedanke des immer weiteren Teile und Herrsche-Gedankens. Und das zweite ist die Unterteilung in etwas, was in diesem Kontext der Diskussion die Unterteilung zwischen System und Service genannt wird. Beides viel belastete Begriffe. Ich betone es nochmal, im Kontext der Microservice-Diskussion ist die Unterteilung zwischen System und Service häufig die, zu sagen, naja, ein Service ist stateless. Im Restsinne stateless, aber sogar noch stärker stateless. Er merkt sich tatsächlich gar nichts. Ein Service ist etwas, Sie geben ihm Eingabedaten, er gibt Ausgabedaten, hat sich nichts darüber gemerkt. Es ist eine Funktion ohne Seiteneffekte. Okay? Gegensatz dazu, ein System legt sich Zustand an, nicht nur im Sinne von Kooperation mit dem Client, das kann im Kooperations- mit Client-Sinne durchaus stateless sein, aber er legt sich Zustand an, er merkt sich etwas, er hat Seiteneffekte, die er sich irgendwo aufhebt und daraus lernt, daraus Schlüsse zieht, eine Datenbank aufbaut. Okay? Also System versus Service ist die Stateful versus Stateless Unterscheidung. Begrifflichkeit im Kontext des Microservice Architecture Patterns. Bitte nicht verallgemeinern an dieser Stelle. Diese Begriffe sind schrecklich schlecht übertragbar und jeder meint etwas anderes, wenn er System oder Service sagt. So, die spannende Frage ist jetzt haben Sie Ihr System in viele kleine Häppchen zerhackt. Wie setzen Sie die wieder zusammen? Wie bauen Sie aus diesen kleinen, vielen Lego-Bausteinchen jetzt ein Gesamtsystem zusammen? Das ist die Frage des sogenannten Chainings. Und da gibt es jetzt zwei wesentliche Muster. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere, aber das sind die zwei wesentlichen. Das ist zunächst mal die Vorstellung, dass tatsächlich diese einzelnen Microservices, 1, 2 und 3 hier, überhaupt nichts voneinander wissen, überhaupt nichts miteinander zu tun haben, völlig unabhängig voneinander existieren, aber sie doch irgendwie sinnvoll aufeinander aufbauen, aber im Betrieb eigentlich vollständig isoliert sind. Und jetzt brauchen Sie etwas, das Daten von außen entgegennimmt. Aus diesen drei Microservices einen neuen Microservice zu bauen, Daten von außen entgegennimmt, die an Microservice 1 richtet, das Resultat bekommt,
dieses Resultat an 2 gibt, das Resultat bekommt, dieses Resultat an Service 3 gibt, das Resultat bekommt und weiterreicht. Sein sogenannter Orchestrator. Im einfachsten, im allereinfachsten Fall, das ist wirklich nur Resultat, Anfrage schicken, Resultat an den nächsten schicken. Im allereinfachsten Fall können Sie so einen Orchestrator sogar automatisch generieren. Der tut ja eigentlich nichts. Das wird aber fast schon der degenerierte Spezialfall sein. Der typischere Fall wird sein, dass durchaus auch der Orchestrator irgendetwas über Datenfluss, über Logik wissen muss. Also auch das hier ist eigentlich wiederum für sich selbst genommen ein kleiner Microservice. Vielleicht sogar ein gar nicht so ganz kleiner Microservice. Nichtsdestotrotz, das wäre so das Datenflussmuster. Es geht jeweils durch den Orchestrator hindurch, bevor Sie wieder ein Resultat nach außen liefern können. Ein anderes Beispiel ist der sogenannte Choreography-Style. Sie haben Microservices, die eher im Sinne einer Pipeline denken können. Also ein Microservice, der Anfragen entgegennehmen kann und diese Anfragen nicht an die Antworten nicht an den Aufrufer zurückreicht, sondern in der Lage ist, sie an einen anderen Microservice weiterzureichen. Also statt hier eine Frage-Antwort zu generieren, wie das beim Orchestrator-Pattern der Fall ist, können Sie hier Anfragen und die Reaktion, den Datenfluss, der hier entsteht, weiterreichen an folgende Microservices in der Kette. Denken Sie hier eher Pipeline. Denken Sie hier einen Datenfluss, einen Strom von Daten und Anfragen, die durch diese Microservices hindurchströmen. Ein Microservice hier muss plausiblerweise darauf vorbereitet und darauf ausgelegt sein, das zu tun. Dann kann das hier sehr elegant funktionieren. Und Sie sparen sich natürlich gegebenenfalls den Aufwand für einen solchen Orchestrator. Sie ahnen, dass es hier beliebige Mischformen gibt, dass es Kombinationen aus diesen einzelnen Stilen gibt und so weiter. Das diskutieren die Softwaretechnik-Kollegen mit Ihnen. Mir reicht es, wenn wir hier das grobe Modell vor Augen haben. Ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen und bleiben wir noch durchaus bei diesem Choreography-Style-Pattern. Was passiert denn im Choreography-Style, wenn wir uns um Skalierbarkeit kümmern müssen? Das einfachste Beispiel ist wieder dieses Beispiel von eben. Sie haben Microservice 1 an 2 an 3, aber Sie stellen fest, dass die Verarbeitungszeiten hier unterschiedlich sind. Microservice 1 und 3 brauchen vielleicht Verarbeitungszeit 1 Millisekunde pro Anfrage, Datenpaket, die Sie hier durchlaufen lassen wollen. Aber Ihr Microservice 2 in der Mitte braucht 100 Millisekunden. Naja, das schränkt Ihnen jetzt natürlich die Rate ein, mit der Sie Anfragen hier behandeln können. Hier könnten Sie 100 Anfragen pro Sekunde behandeln. Der mittlere limitiert Ihnen diese Rate auf 10 Anfragen pro Sekunde bei gegebener Hardwareanforderung. Das ist natürlich nicht schön. Also wir müssen etwas für Microservice 2 tun. Was könnten Sie dazu tun? Sie könnten sich Gedanken machen, wie Sie diesen Microservice 2 mit einer besseren Ausführungsumgebung unterstützen. Vulgo, Sie kaufen einen schnelleren Rechner. Das ist ein sogenanntes Scale-Up. Sie kaufen einen schnelleren Rechner. Sie konfigurieren die virtuelle Maschine anders, auf der Ihr Microservice 2 läuft. Sie sorgen dafür, dass Sie hier pro laufender Instanz bessere Leistungsdaten erhalten. Okay? Das geht bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann sind Sie auch hier bei der Anforderung an eine HAL-9000-Maschine. Auch dann ist ein Ende der Skalierung gegeben. Alternative, Sie machen einen Scale-Out, indem Sie sagen, naja, es ist ja ein Service. Ein Service ist zustandslos in dieser Denke. Das heißt, es ist doch eigentlich egal, ob eine Anfrage durch eine erste, zweite oder dritte Instanz läuft. Das heißt, Sie machen das hier, was in diesem Bild angedeutet ist. Sie machen 3 Instanzen davon oder 5 oder 10 oder wie viele auch immer Sie brauchen. Sie machen 3 Instanzen davon, die alle funktional äquivalent sind, aber bei denen Sie sich jetzt überlegen, dass Sie Ihre einzelnen Anfragen, die Sie aus Microservice 1 ausgeben, an die nächste Schicht, an die nächste Stufe hier weiterreichen wollen, dass Sie die geeignet verteilen müssen. Sie müssen hier also ein Splitting, ein Aufsplitten Ihres Anfragestroms in verschiedene Teilströme durchführen. Und das kann von trivial reichen, wenn es hier wirklich alles vollständig zustandslos ist und es egal ist, mit welcher Instanz Sie hier reden, dann können Sie das hier als ein triviales Load-Balancing-Problem auffassen und im einfachsten Fall würfeln Sie,
welche Anfrage Sie wohin reichen. Das kann andererseits aber, wenn Sie zum Beispiel die Situation haben, dass Sie durchaus etwas Zustand für aufeinanderfolgende Anfragen, zum Beispiel des gleichen Klientes, ansammeln, wenn Sie also Anfragen des gleichen Klienten im gleichen Microservice-Instanz behandeln müssen, dann kann es dafür sorgen, dass Sie hier nicht einfach zufällig würfeln können, sondern zum Beispiel nach IP-Absenderadressen aufspalten müssen. Also alle Anfragen der gleichen IP-Absenderadresse laufen an die gleiche Instanz. Dann haben wir dieses reine zustandslose Denken natürlich verlassen. Das ist offensichtlich zustandsbehaftet, weil Sie sich ja hier irgendetwas gemerkt haben für Ihre einzelnen Klienten. Aber auch das ist ein typisches Beispiel. Man muss sich also Gedanken hierüber machen, wie dieses Aufsplitten in einzelne Teilströme, wie das vernünftig funktioniert. Und dummerweise, das ist schlecht verallgemeinerbar. Das hängt sehr von der Semantik dieser einzelnen Dienste hier jeweils ab. Es gibt die genannten Grundmuster, es gibt das Muster, es ist völlig egal, es ist alles zustandslos, verteilen Sie es zufällig. Oder klientenspezifisch ist ein häufiges weiteres Muster. Aber es gibt auch alles Mögliche, was Sie sich nicht allgemein ausdenken können, sodass hier dieser kleine rote Knubbel hier möglicherweise applikationsspezifisch sein muss. Sodass dieser Microservice 1 wissen muss oder darauf ausgelegt sein muss, zu einer möglicherweise variablen Anzahl weiterer Microservices als MS2, weitere Instanzen dieses Microservices, jeweils seine Anfragen weiterzuschicken. Das ist das sogenannte Splitting. Umgekehrt, MS3, hier als nächster, letzter Schritt, war ja hier wieder schnell, nicht? Das waren ja hier 10 Millisekunden dabei, sodass Sie hier diese Anfragen, die aus MS2 A, B und C entstehen, sodass Sie diese hier wieder zusammenführen und in eine einzige Instanz Ihres MS3s hier weiterreichen können. Das ist das sogenannte Merging. Hier führen Sie diese Anfrageströme wieder zusammen und reichen weiter. Merging ist in der Regel semantisch unproblematisch. Auch da mag es Beispiele geben, wo komische Dinge passieren. Aber in der Regel ist das semantisch unproblematisch. Die Gedanken müssen sich beim Splitting machen. Das Merging ist meist automatisiert und trivial durchführbar. Ja, damit haben wir schon einige der Punkte hier uns überlegt. Was sind die Herausforderungen, um die es hier geht? Sie müssen sich überlegen, wie viele Instanzen eines einzelnen Dienstes starten Sie denn? Nicht der Dienst als abstraktes softwaretechnisches Konstrukt ist etwas, das vielleicht unendlich schnell irgendwo existiert und es ist egal. In Praxis, wenn Sie es deployen müssen, wenn Sie es zur Ausführung bringen müssen, dann läuft ein Dienst als Prozess, Container, virtuelle Maschine, was auch immer, auf realer Hardware und ist nur endlich schnell. Und Sie brauchen eine gewisse Anzahl von Instanzen, um eine bestimmte Last, eine bestimmte Rate von Anfragen pro Zeiteinheit abhandeln zu können. Sie müssen sich überlegen, welche Arbeit macht, das ist das Splitting. Sie müssen sich auch überlegen, wo Sie das platzieren, insbesondere wenn Sie weltweit verteilte Last haben, die Sie behandeln müssen. Das geht dann in die World Wide Web-Diskussion oder in Future Internet-Diskussionen. Für manche Dinge ist das trivial, solange das alles stateless ist, können Sie sogar so schöne Dinge tun wie Autoscaling. Sie können automatisiert darauf reagieren, dass eine einzelne Instanz langsam wird oder überfordert ist mit der Anzahl an Anfragen, die Sie pro Zeiteinheit in diese Instanz geben. Woran können Sie sowas merken? Sie können sich CPU-Auslastung anschauen. Wenn die CPU-Auslastung hoch wird, ist das zumindest mal ein Zeichen, skeptisch zu sein. Was Sie sich eigentlich anschauen wollen, ist vielleicht Antwortzeit. Sie stecken eine Anfrage rein und warten, bis die Antwort rauskommt. Dann müssen Sie aber von außen diese Anfrage zu jener Antwort in Bezug setzen können. Das ist nicht unbedingt trivial. Dann könnten Sie Antwortzeiten messen. Wenn diese Antwortzeiten nach oben gehen, merken Sie, das wird zu langsam. Das ist eigentlich, was man machen möchte. Oder Sie können sich die Länge einer Warteschlange anschauen. Wenn sich zu viele Anfragen vor einer solchen Instanz aufstauen und nicht abgearbeitet werden können, dann stecken Sie zu viel Last in diese einzelne Instanz, die damit nicht Schritt halten kann. Dann wäre eine typische Reaktion zu sagen, okay, wir starten eine weitere Instanz, nehmen eine weitere CPU, einen weiteren Kern hinzu, einen weiteren Rechner, ein weiteres Data Center, starten eine weitere Instanz und verteilen die Last durch ein geeignetes Splitting, durch ein geeignetes Load Balancing auf diese neu gestarteten Instanzen.
Das ist der kontrollierte Fall. Das ist der kontrollierte Fall, neue Instanzen hinzuzunehmen. Sie können natürlich auch kontrolliert wieder Instanzen abschalten, wenn Sie merken, CPU-Auslastung Ihrer einzelnen Instanzen sinkt, die sitzen nur da und idlen, dann können Sie auch welche wieder entfernen. Im kontrollierten Fall relativ einfach. Was ist, wenn etwas abstürzt? Wenn ein zustandsloser Service abstürzt, ist das vielleicht gar kein Problem. Der hat sich ja nichts gemerkt, da haben Sie ja keinen Zustand. Autoscaling würde vermutlich sogar wieder merken, dass jetzt hier die Last auf den verbleibenden Systemen zu hoch wird, neue Instanzen starten. Was passiert, wenn Sie aber ein System im Sinne von Zustand haben, wenn Sie also Datenbanken hier initiieren, die sich Struktur merken? Tja, also wenn Ihre Datenbank abstürzt, in denen Sie sich Zustand abgelegt haben. Plausiblerweise überlegen Sie sich jetzt erstmal, auf welcher Granularitätsebene organisieren Sie diese Datenbank. Da eine Datenbank für mehrere dieser Microservices ist eine schrecklich schlechte Idee. Performance kann zum Problem werden und Fehlerisolation. Diese eine Datenbank wird mehrere Ihrer Microservices lahmlegen. Typische Empfehlung, eine Datenbank pro Service und der Service wird damit zum Dienst, wird damit zum System, wenn Sie diese Terminologie von System versus Service befolgen. Also eine Datenbank pro Service, damit ein System geschaffen, sodass Sie die Fehler wenigstens isolieren können. Ist es jetzt eine Datenbank pro Service / System oder ist es eine Datenbank pro Instanz? Hängt davon ab. Hängt davon ab, ob Ihre einzelnen Instanzen auf gemeinsamen Zustand arbeiten oder ob das jeweils isolierter, separater Zustand ist. Darüber werden wir ausführlich in einem Folgekapitel reden müssen. Wie gehen Sie damit um, dass Sie gemeinsamen Zustand oder separaten Zustand haben? Separater Zustand ist leicht. Gemeinsamer Zustand ist natürlich das Problem, wenn Ihnen insbesondere dann die Datenbank wegfällt. Ja, und wie organisieren Sie jetzt die Zusammenarbeit zwischen solchen individuellen Services? Wenn Sie sich das Bild wieder anschauen. Wie organisieren Sie das Weiterreichen von Nachrichten hierzwischen? Machen Sie RPCs, rufen Sie REST-Interfaces auf. Wer muss dann wieder wissen, welches Binding hier wo existiert? Lassen Sie sich auf der Zunge zergehen. Sie würden hier ein REST-Interface-Aufrufe machen. Dann haben Sie ja hier verschiedene URIs. Dann muss diese Splitting-Load-Balancer-Funktion ja wissen, dass jetzt hier eine weitere UAI im Spiel ist. Geht alles, ist aber vielleicht nicht schön oder zu kompliziert. Typischerweise würde man das versuchen, wieder in ein eigenes Teilsystem abzukapseln, das sogenanntes Message- oder Event-Handling macht und diese Daten entsprechend weiterreicht. Ja, und das Stateful, wie gesagt, das braucht eigene Datenbanken. Ja, Sie haben also Datenbanken, Sie dürfen jetzt hier nicht den Fehler machen, zu denken, das ist eine große zentrale Datenbank, das hatten wir uns gerade schon überlegt, damit würden Sie nichts gewinnen. Sie wollen tatsächlich lieber pro einzelnen Dienst eine einzelne Datenbank haben, sodass es ist eigentlich Ihr Microservice, der aus einzelnen Microservices besteht, eigentlich weniger ein Service of Services ist, sondern eher ein System of Systems ist. Ja, und dieses Zusammenkoppeln geschieht dann in der Regel durch etwas, das ein Message Queuing ist, was wir in Kapitel 9 oder ein Discrete Event System, was wir uns in Kapitel 8 anschauen, als mögliche Option dazu. Sehr schön. Es gibt jetzt noch aus der Softwaretechnik das CQRS-Pattern. Das möchte ich hier weglassen. Das ist für die Softwaretechnik-Kollegen. Lassen Sie mich versuchen, das zusammenzufassen. Wir haben uns jetzt über Microservices unterhalten. Eine oft nützliche Analogie dazu ist etwas zu denken, Sie haben entweder einen Rich Client, der kann alles, der kann das auch toll, aber der ist nicht fehlertolerant, wenn er abstürzt, ist er abgestürzt, der ist nicht skalierbar, er ist nicht wieder benutzbar, es fehlt die Möglichkeit, ihn in andere Ketten von Dienstbeziehungen einzubinden. Im Gegensatz dazu steht das Microservice-Denken, steht das Denken in kleinen, spezialisierten, robusten, verlässlich arbeitenden einzelnen Blöcken von Funktionalität, die Sie zusammenbinden können durch allgemeine Mechanismen.
wenn Sie irgendwann etwas mit Unix zu tun hatten, Unix, Linux, BSD, was auch immer, und irgendetwas auf der Shell zu tun hatten, dann hatten Sie mit Sicherheit schon Pipelining von Shell-Kommandos gesehen. Das ist genau diese Idee. Sie haben einzelne kleine spezialisierte Kommando, die wenig Funktionalität haben, die diese Funktionalität aber sehr gut, sehr effizient, sehr elegant, sehr allgemein durchführen können. Wenig, aber das gut. Und das durch einen allgemeinen Zusammenarbeitsmechanismus zusammenzubauen. Das ist die Denke dahinter. Das ist die Vorstellung aus solchen Microservices im Gegensatz zu den Rich Clients, die ein anderes Modell darstellen. Tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie diese Microservice-Diskussion losgegangen ist, jeder Unix, Linux, OS X, was auch immer Benutzer, hat sich das angeschaut und sich gefragt, was da eigentlich die große Überraschung und die große Neuerung ist. Nicht? So hat Unix seit den 1960er, 70er Jahren funktioniert und das war die übliche Mentalität dahinter. In diesem Sinne, auch das ein weiteres Beispiel, es gibt nichts Neues unter der Sonne, auch das ist in gewissem Sinne alter Wein in neuen Schläuchen, aber diese neuen Schläuche sind tatsächlich ganz nett und verpassen diesem neuen Wein durch die Skalierung, durch die Fehlertoleranz, durch die Fehlereingrenzung ganz nützliche neue Eigenschaften. Damit möchte ich diese Microservice-Diskussion auch gut sein lassen. Wir schauen uns im nächsten Video noch ein kleines weiteres Fallbeispiel an, aber zunächst mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.